Hallo ihr Lieben Hallo. und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir freuen uns ganz doll, dass ihr mit dabei seid. Und heute packen wir die Blackbox Man aus. Deswegen ist der Muffin auch wieder mit dabei. Und die kam, wir zeigen einmal den Karton, in einem Riesen. Hältst du? Ja, danke. In diesem riesigen Karton kam die Blackbox Man, denn hier ist nicht nur die Blackbox Man drin, sondern auch noch ganz viele andere coole Sachen und die haben nicht mehr in die Box gepasst. Und dann gab es diesen riesen Karton und wir haben uns gewundert, was das ist. Und jetzt wissen wir es, es ist seine Beauty Box. Deswegen, ja, fangen wir jetzt mal an. Verpackungsmaterial. Biofrüchtetee. Ein Pucker Wildapfel und Zimt Biofrüchtetee. Sonnendurchfluteter, warmwürziger Obstgarten. Das ist, glaube ich. Da werden wir uns überraschen lassen, oder? Ich glaube, wir sind beide nicht so die Teetrinker, sondern mehr so die Kaffeefraktion. Ja. Ich werde mir überlegen, wer das bekommt, denn das muss bis März 24 verbraucht sein. Also wir brauchen jemanden, der gerne und viel Tee trinkt. Ich werde rumfragen. Aber okay, schönes Produkt. Die kosten, glaube ich, um die 4 Euro, die Pucker-Tees. Eine Seventh Heaven Hyaluronic Acid Moisturizing Capsule Sheet Mask. Rebalance and Restore. Da steht noch mehr drauf. 7 Minuten muss man die einwirken lassen. Das ist eine Gesichtsmaske. Und zwar eine von Hugo und Honey, das sind die zwei Hasen hier, empfohlene Gesichtsmaske. Eine Sheetmask, genau. Also eine Maske, die musst du benutzen bis, steht hier nicht drauf, also haben wir dafür noch ein bisschen Zeit. Gucken wir mal, ob du die machen möchtest. Ah, lecker. Ah, lecker. Darfst du selber auch mal zeigen? Darf ich auch mal zeigen? Darfst du auch mal zeigen? Das ist Naschkram Ferrero Rondo Noir. Die mögen wir. Also ich glaube, du magst die sogar noch mehr als ich. Ja. Bis Ende Februar zu verbrauchen, das schaffen wir. Locker. Ich denke, er heute wird Nacht sich. Schon. Ich denke, er wird sich die heute Abend und Nacht gönnen. Genau. Und dann, ja, das ist doch sehr schön. Freuen wir uns. Und jetzt kommen wir erst zur aktuellen Blackbox Man. Er möchte das alles für sich alleine auspacken, aber wir machen ein Video. Die anderen dürfen auch zugucken, lieber Menno. Kleiner Mitch. So. So. Zeig mal, was steht da auf dem Klebi? Blackbox Man. Das ist quasi ein Siegel, so. Ja. Und die ist ordentlich schwer, also da wird wahrscheinlich wieder was zu trinken drin sein. Mach mal auf. Brechen wir mal das Siegel? Ja, brechen wir das Siegel. Geht nicht, das Siegel brechen. Wir brechen das Papier. Wir brechen das Papier. Und dann das Motto der Box. Kaffee trinken und Musik hören. The best is yet to come. Bist du bereit für das nächste Level? Also das Beste kommt erst noch. Man könnte jetzt das digitale Booklet, guck mal, ihr seid euch so ähnlich. Scannen machen wir aber nicht, wir lassen uns überraschen. So, dann zieh mal Produkte raus. So, dann haben wir hier eine Dose. Active Matcha und BCAA. Ein Energy Drink. Jo. Heute noch nicht mehr, aber sonst gerne. Ja, die anderen dürfen auch gucken. Ja, auch. Auch gucken, was genau. Ich alles so hab. Da ist so ein, wie heißen die? Diese Steine von diesen, von den Inseln da. Ja, von den Osterinseln. Von den Osterinseln, genau. Da 330 Milliliter mit Pfand und es sagt Puai Matcha und BCAA ist dein Sportgetränk mit Grüntee und Apfel-Mango-Geschmack. Genieße den Drink mit Grüntee, Vitaminen, Mineralstoffen und Aminosäuren vor und während des Sports. Ja, das ja. Ja, wir, ja. Ohne Süßungsmittel, von Natur aus Zucker, ja. Und Pfand, das ist doch schon mal schön. Freuen wir uns. So. Noch was zu trinken. Ja, das ist auch was für dich? Ja, das ist was für mich. Sommersby Orange Spritz Semi-Sweet Cider mit 4,5% Alkohol. Deswegen muss man auch 18 sein, um die Box abonnieren zu dürfen. Das hier ist bis Oktober haltbar. Das Getränk hier bis Juli. Aber ich denke, beide werden
werden dieses Jahr 23 nicht überleben. Tippe ich jetzt mal so. Da bin ich auch ganz auf deiner Seite. Okay. So. Oh, ein Kappa. Camo von Kappa. Willst du die anderen auch noch gucken? Ja. Ja? Kann ich das? Du darfst es gleich. Die Folie ist durchsichtig, muss ich. Ja. So. So, jetzt habt ihr es auch gesehen. Merken Sie den Unterschied? Achtung, die Folie ist gleich weg. So. Ah. Das ist, jetzt ist mal schnubbern. Ja, ich schnubber nochmal drauf. Gefällt uns der Flakon? Oh ja. Oh, das. Ach so, oh. Oh, oh. Hier, das ist Glas und Stoff in Camouflage mit den Ladies. Das ist in Jolt. In Jolt. Eau de Toilette, 60 Milliliter. Ja, ich gib's mir mal einen Karton. Vielleicht steht da noch was wie den. Nee, den Parfum. Ach so. Parfum-Karton. Da steht nämlich noch drauf: vegane Formel ohne tierische Stoffe. Wir engagieren uns für Tierschutz. Mikroplastikfreie Formel. Ich dachte, da steht irgendwas drauf zu den Duftnoten. Aber ich mag's. Du magst es? Ja, das ist interessant. Das ist schwer zu beschreiben. Es ist parfümig, leicht holzig, frisch. Und ja. Ich mag's auch. Cool? Ja, cool. Schönes cool. Parfum. Ja. Und der Flakon gefällt mir auch. Zeig ihn euch doch mal. Na, das verwirrt dich I Want You Naked? Ja, genau. Was da... Ja, das sieht ein bisschen aus wie eklig, ne? Ja, was da so an dem Hals hängt. Also, das ist ein Body Oil for Heroes, Minze und Limette. Und das ist 100% vegan und es soll dich energetisieren. Energizing. Energetisieren, ja, so heißt das. Und das ist die Extra Power für dich und deine Haut. Das Body Oil stimuliert deine Haut und deinen Geist. Wie oft cremst du deine Haut so einem Jahr? Boah, das kannst du nicht oft. Vielleicht, das wird wahrscheinlich so aufgesehen. Vielleicht auf im Urlaub, vielleicht ja, ja. Auch nicht. Hattest du eine Bodylotion mit? Ja, hatte ich mit. Hast du die benutzt? Ja, natürlich habe ich die benutzt. Also im Urlaub cremt er sich ein. Und auf der Arbeit halt mit Sonnenschutz. Und auf der Arbeit mit Sonnenschutz. Aber dieses, da sind so Stückchen drin, ja, wenn ihr das sehen könnt. So kleine Energizing Pearls, würde ich sie zwar nennen. Das ist pflegt und erfrischt, zieht schnell ein, Spannkraft und Elastizität, antioxidative Wirkung. Deine Haut wirkt straff, frisch und gepflegt. Das jeden Tag. Produkt mehr. Für jeden Haupttyp, aber nur für Heroes. Na, dann... Ja, all natural, no synthetics, handmade, no animal testing, Bio-Kokosöl und Vitamin E. Ja, du kannst es ja mal ausprobieren. Ja, vielleicht hast du sonst jemanden, der mehr Hero ist als ich. Nein, du bist mein Hero. Oh. So, das kannst du ja mal ausprobieren. Oh, das ist ganz schön kalt hier. Ist da noch was drin? Das ist gut, dann trinke ich das nachher noch. Ja, das kann das nicht, das kannst du nicht schlafen sonst, ne? So. Ja. Ein Produkt ist noch drin. Shower and Gel. Shower and Gel. Shower and Gel in Shampoo, Entschuldigung. Ja. Shower and Gel. Ja, von Route 66 ein Shampoo und Dusche in einem. Gel. Aber und Gel. Aber 150 Milliliter. Aber wir benutzen das ja. Wir benutzen solche 2-in-1 Produkte nur für den Körper, nicht für die Haare. Herb, frisch, ja, so ein herber, frischer Duft, klassischer Männer-Duschgel-Duft, würde ich jetzt sagen. Riecht aber, riecht gut, kann man benutzen. Benutzen wir auch, wenn wir benutzen. Du, ne? Ja. Ja, ich mag lieber fruchtig, ne? Ja, das ist so für die Küche, das kommt ins Bad, das kommt auf den Boden.
Die drei Produkte, ja, das sortieren wir später. Wir sagen vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, schaffe es zusammen ein Herz zu machen? Nee, schaffe ich nicht. Ich habe hier die Hände voll. So, so, dann wünschen wir euch, ich vor allen Dingen, aber Herr Muffin auch. Auch. Alles Liebe und Gute. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Tschüss. Tschüss.